Das 13. internationale Quad- und ATV-Weekend Harz stand von Fronleichnam bis zum darauffolgenden Sonntag im Terminkalender. Vom 4. bis 7. Juni 2015 hat Deutschlands größtes Quad-Treffen bei traumhaftem Sommerwetter in der Westernstadt Pullman City am Rande von Hasselfelde stattgefunden. Im Mittelpunkt standen einmal wieder spektakuläre Pimps. Schließlich werden im Harz traditionell die schönsten Quads gekürt. Wie gewohnt bot die Westernstadt auch in diesem Jahr ein tolles Ambiente für Deutschlands größtes Quad-Treffen, auf dem die Veranstalter und Organisatoren nicht weniger als 955 Quads und 2800 Besucher zählten. Und die hatten ihren Spaß. Schließlich hatte das Quad-Action-Team ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt, bei dem vor allem die Spaß- und Schlammgrubenfraktion auf ihre Kosten kam. Und auch eine Händlermeile gab es in diesem Jahr. Wir sind hier mit der Experience Tour von Can-Am BRP und bieten die Testflotte zur Fahrt an. Jeder kann kostenlos die Fahrzeuge von Maverick über die ATVs testen. Dazu haben wir eine exklusive Teststrecke, geschultes Personal mit dabei und man kann unter Anleitung der Trainer dort die Fahrzeuge in allen möglichen Manövern testen und erfahren, wie sie sich eben im Gelände verhalten. Also ein tolles, kostenloses Angebot, um eben Can-Am-Fahrzeuge selbst zu erfahren und auszuprobieren. Also funktioniert wie ein Automatikauto, du hast Bremspedal, ja. Du hast ein Gaspedal, ja. Zündung dann noch an, Startknopf Stop. Dann drücken und Schaltung ist wie im Quad. Genau so, ja. Ja. Wir fahren auch weiterhin in L-Stellung. Ja. Wenn du das Auto abstellst, wieder P rein, ja. Und musst unterwegs halt ein bisschen aufpassen, aber ansonsten fährt es sich wie ein Auto. Angeschnallt bist du, ja. Zu ist auch. Und dann können wir schon loslegen. Okay. Ja? Okay. Gut, einmal Motor starten. Die Möglichkeit, die aktuellen ATV- und Side-by-Side-Modelle von Can-Am einmal selbst Probe zu fahren, wurde denn auch weidlich genutzt von den Besuchern des großen Quad-Treffens im Harz. Zur Sache ging es denn auch im Schlammloch und das zur Sicherheit gleich mit Amphibienfahrzeug mit 8x8 Antrieb. Und tschüss! Neben dem kanadischen Hersteller hatte auch das Quad Action Team verschiedene Parcours aufgebaut, darunter ein Trial Parcours und Teststrecken für die Kinder, die von den 57 Clubmitgliedern bestens bespaßt wurden. Tolle Fahrzeuge gab es einmal wieder zu sehen auf Deutschlands größtem Quad-Treffen, wie dieses tadellos erhaltene GG-Quad. Gut, dass im Harz ohne Helm gefahren wird, da muss sich die Rettung nicht langweilen. Für das Schlammloch hatte sich das Quad-Action-Team in diesem Jahr etwas Besonderes ausgedacht. Driften im Schlamm auf einem roten Teppich und Baden waren angesagt, und zwar mit der Badewanne am Hängerhaken und mitten durchs Schlammloch. Eine Erfrischung, die insbesondere von den jungen Teilnehmerinnen mit erstaunlicher Begeisterung angenommen wurde. Weniger auf Staub und Schlamm als auf Sauberkeit bedacht waren die Piloten der Straßenpimps, die es auch in diesem Jahr krachen ließen. Unter ihnen die Bungee Boys mit einigen prächtigen Kultquads. Mit Spannung erwartet wurde die Wahl der schönsten Quads, die allerdings enttäuschend endete. Aber auch das ist ja nichts Neues im Harz. Frauenpower macht Männer sauer. Am Ende gab die Jury käuflichem Zubehör und hübschen Lackierungen den Vorzug gegenüber mühevoller Handarbeit und technischer Einzigartigkeit, die der fachkundige Blick auf dem Quad-Treffen im Harz in Hülle und Fülle hätte erkennen können.
Die Umbauszene weiß das und so mancher Edelpimper stellt sein Fahrzeug schon gar nicht mehr aus in der Westernstadt. Immerhin bot die gediegene Atmosphäre in der Dancehall alle Möglichkeiten, beim Benzingespräch mit Gleichgesinnten über einen richtig gut gemachten Pimp-Contest nachzudenken. Insgesamt einmal wieder ein spaßiges Treffen in der Westernstadt mit altbekannten Schönheitsfehlern.